Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Noah von Darren Aronofsky. Eines steht schon jetzt fest: Dies könnte eines der teuersten B-Movies der Filmgeschichte sein. Und was hier herausgekommen ist, das ist eigentlich unglaublich. Das ist ein Film, der so erbärmlich schlecht ist, der eine 3D-Version einer biblischen Geschichte liefert, so dass man sie kaum noch wiedererkennt. Auch 3D war selten so hässlich. Überhaupt dieser ganze Film überzeugt in keinem Moment. Ich möchte es so sagen, Terrence Malick hätte keinen schlimmeren Film drehen können. Die Schauspieler sind allesamt so erbärmlich, dass man das entweder unfreiwillig komisch finden muss oder mit manchen hat man gar Mitleid. Emma Watson, Russell Crowe, Douglas Booth, Logan Lerman, Jennifer Connelly und Anthony Hopkins spielen sich da eins zurecht, dass man es kaum aushalten kann. Aber was sollen sie auch tun, wenn sie so alberne Dialoge geschrieben bekommen? Mit Noah des Alten Testaments hat das Ganze sehr wenig zu tun. Überhaupt, dieser Film versucht hier etwas ganz anderes. Noah ist hier ein Ökofaschist, der die böse Stadt und die bösen Menschen scheut und der viel eher ein Vertreter einer extremistischen Ökobewegung ist, der die Tiere wichtiger sind als die Menschen. Gleichzeitig wird aber dann doch im Laufe des Films klar, Noah ist ein Familienmensch, der zur eifrigen Vermehrung aufruft. Aronofsky bringt hier seine ganz persönlichen Idiosynkrasien zusammen und bündelt darin mehrere Ideologien, wie wir sie momentan in der Gegenwart finden können. Der Bau der Arche Noah, das ist natürlich vergleichbar mit den heutigen Gated Communities. Gemütlich zieht man sich in Hightech-Festungen zurück vor der bösen Außenwelt, vor Armut und sozialer Unsicherheit. Auch die Arche ist ja vergleichbar mit dem, was man heute auf Straßen vorfinden kann. Eben diese monströsen Geländewagen, die durch Großstädte gelenkt werden, besonders für Familien der neuen Mitte, die sich so gut abschotten können. Das sind ja Panzer auf Rädern in der Großstadt, muss man sagen. Das sind keine Autos mehr. Eine ähnliche Konstruktion ist auch diese Arche. Und Noah vertritt keinen rationalen, ökologischen Ansatz. Das wäre ja etwas. Nein, vielmehr glaubt er an die Harmonie der Natur, an Mutter Erde, an Idylle, Romantik und Eskapismus. Dass die Natur feindlich, grausam und chaotisch ist, all das leugnet Aronofsky. Hier reichen sich die holistischen Ökofaschisten und die Kreationisten die Hände. Ist Noah nur ein Ausrutscher von Darren Aronofsky oder können wir nicht so etwas wie eine Kontinuität in seinem Werk ausmachen? Denn ich glaube, man kann gerade anhand der schlechtesten Filme eines Regisseurs sehr gut die Ideologie seines Gesamtwerks erkennen. Darren Aronofsky liebte ja schon immer das Mythische, Essentielle, das Spirituelle. In Pi ging es ja darum, Mathematik als eine Sprache der Natur zu zeigen. In Requiem for a Dream, da schwelgte die Kamera pseudo-religiös im Drogenrausch und im Sex. Und in dem ganz und gar fürchterlichen Esoterik-Schinken The Fountain kommt alles zusammen, was das New Age-Zeitalter zu bieten hat. Aber wie ist es mit The Wrestler? Es ist mein Lieblingsfilm, oder ich würde sagen, es ist der einzig wirklich gute Film von Darren Aronofsky. Ist der frei von diesem Ansatz? Ist das vielleicht sogar ein materialistischer Ansatz, der hier verfolgt wird? Ist das wirklich so? Ich glaube, nein. Jetzt im Rückblick noch einmal würde ich sagen, dass auch hier so etwas wie essentielle spirituelle Wahrheit gesucht wird, nur eben im Fleischlichen, im Blut und im Schweiß. Und dann gibt es noch den äußerst bedenklichen Black Swan. Da finden wir jenen frauenfeindlichen Mythos, wonach die Frau erst einmal sexuelle Stimulation erfahren muss, um dann künstlerisch tätig zu sein. Nur in Noah finden wir nun diesen ganzen mythischen Blödsinn wieder, aber dadurch, dass dieser Film überhaupt keinen künstlerischen Wert hat, ist er ganz bloßgestellt. Wir sehen jetzt ganz offen die Ideologie, wir blicken auf den nackten Wahnsinn. Das Problem mit Noah ist, dass es kein Bibelfilm ist. Er hätte ja interessante theologische Ansätze verfolgen können, doch darum schert sich Aronofsky überhaupt nicht. Vielmehr geht es um heutige Sehgewohnheiten und diese zu bestätigen, und Aronofsky möchte längst Überwundenes rehabilitieren. Denn was wir hier vorfinden, ist ein Zurück
zum Mythos. Und gerade das ist gefährlich. Der Titel Noah ist eigentlich Etikettenschwindel. Vielmehr ist es ein irrer Mix aus Comic, Fantasy und Esoterik. Es gibt im Blockbuster-Kino, zumal in den Comic-Verfilmungen, ja momentan eine ganz eigenartige Tendenz. Man will wieder so etwas wie Mythos haben. Man will mythisch erzählen. Und diese neuen alten Mythen, die da zum Leben erweckt werden, gerade durch das CGI-Verfahren, die haben doch eine ganz gefährliche Botschaft. Da stecken nämlich sehr viel anti-aufklärerische und antirationale Fantasien dahinter. Denken wir an den kruden Horrorfilm The Cabin in the Woods. Der endet ja eben damit, dass plötzlich die Götter, also das Mythische, zum Leben erweckt wird. Das erleben wir laufend im Kino. Der Philosoph Ernst Cassirer hat schon in den 1940er Jahren in seinem Buch Vom Mythos des Staates davor gewarnt, dass gerade in aufgeklärten Zeiten so etwas wie Mythos zurückkommen kann. Ja, man ist nie davor gefeit und gerade die Technik kann sogar, und er bezieht sich da auf den Nationalsozialismus, wieder neue Mythen hervorbringen. Er schreibt: In allen kritischen Augenblicken des sozialen Lebens des Menschen sind die rationalen Kräfte, die dem Wiedererwachen der alten mythischen Vorstellung Widerstand leisten, ihrer selbst nicht mehr sicher. In diesen Momenten ist die Zeit für den Mythos wieder gekommen, denn der Mythos ist nicht wirklich besiegt und unterdrückt worden. Er ist immer da, versteckt sich im Dunkel und auf seine Stunde und Gelegenheit wartend. Diese Stunde kommt, sobald die anderen bindenden Kräfte im sozialen Leben des Menschen aus dem einen oder anderen Grunde ihre Kraft verlieren und nicht länger imstande sind, die dämonischen, mythischen Kräfte zu bekämpfen. Und so können wir Noah vielleicht nicht als Bibelfilm sehen, auch nicht als Comicverfilmung, sondern vor allem als eine Reaktion auf das Krisenzeitalter, die Finanzkrise, überhaupt die ständige soziale Unsicherheit, die wir erleben. Gerade solche Unsicherheiten, wo das soziale Leben nicht mehr so richtig funktioniert, da wächst und gedeiht der Mythos. Der Mythos ist eine große Gefahr, denn durch ihn schauen wir nur, aber wir sehen nicht.